haben ja eine relativ lange Suche gemacht, gerade nach dem Club, weil das so ein Schlüsselmotiv ist, das auch sehr berlinerisch sein sollte und auf der anderen Seite absolut ja, so ein Hotspot, was man wirklich weltweit auch so empfinden sollte. Und mit dem Stadtbad waren wir dann an einem Ort, der tatsächlich mehr über Berlin erzählt, über Deutschland. Das ist ganz klar, zumindest Mitteleuropa, würde ich sagen. Ganz wichtig war auch, das Temporäre zu zeigen. Das heißt, unsere Vampire sind hier, haben den Club vielleicht für 3 Monate, 4 Monate, machen das Nötigste, aber dadurch kommt auch dieser reizvolle Kontrast zustande zwischen coolen Club und altem, maroden Ruinencharme. Auf jeden Fall sehr hart dieses soziale Umfeld von der Lena auch erzählen. Wir hatten nur überlegt zwischen entweder Cottbusser Tor oder Bahnhof Zoo und haben uns dann für Bahnhof Zoo entschieden, weil die Straße noch lauter und gewaltiger war und weil es noch ein bisschen schwieriger zum Drehen war. Muss man dann in den sauren Apfel beißen und das ist natürlich für das Team beim Drehen wirklich mühsamer und ich glaube, spätestens wenn der Film fertig ist, dann weiß man auch wofür und gut, ist vielleicht auch versöhnt mit den, mit den ganzen Entbehrungen und der Kälte und ja, dem Dreck.